Ja, ich werde immer mal wieder gefragt, wie ich es denn schaffe, mit dem ganzen beruflichen Stress umzugehen und trotzdem ausgeglichen zu sein und auch erholsam zu schlafen. Und ja, das ist relativ einfach. Wir haben hier ein super Produkt, Restorate. Das hilft wunderbar, wenn ich das abends trinke. Das ist für mich wie ein Einschlafprodukt. Und da war ich wirklich topfit und erholt auf. Nur das ist natürlich nicht alles. Also es gibt ein paar Dinge mehr, die natürlich wichtig sind. Das heißt erstens, so eigene Prinzipien spielen dabei eine ganz, ganz große Rolle. Also Ausgleich und Erholung hole ich mir natürlich auch mit meinen Hobbys. Und ich habe zwei Hobbys, bei denen es definitiv klar ist, da funktioniert Abschalten auf einen Moment. Das ist das Skifahren, besonders die Art, wie Skifahren, nämlich meistens nicht auf den Pisten, sondern relativ extrem und das in unberührtem Gelände. Da braucht es den hundertprozentigen Fokus von einem auf den anderen Moment. Und spannenderweise beim Fliegenfischen ist genau das Gleiche. Denn als erstes konzentriert man sich und versucht, den Fisch zu finden. Dann ist die Kunst wieder mit dieser Fliege den genauen Punkt anzuwerfen, damit der Fisch auch zubeißt. Und wenn er dann zubeißt, dann sieht man das in der Regel auch noch. Und das ist natürlich dann schon ein richtiger Kick. Und da ist man dann auch wirklich komplett in dem Thema drin. Ja, ansonsten ganz klar, ich lasse nichts liegen. Es ist wichtig, dass man nichts mit sich rumschleppt, sondern dass man die Dinge klärt. Also auch Herausforderungen, die anstehen, sind bei mir auf der Tagesordnung immer das Erste am Tag. Denn ich habe mal für mich die Regel festgelegt, dass die schwierigste Aufgabe zuerst erledigt oder das Unangenehmste zuerst. Dann wird nämlich der Rest des Tages noch viel schöner. Und grundsätzlich gehe ich alles an. Also für mich ist immer so ein bisschen, ne, pack den Stier bei den Hörnern, jetzt erst recht. Und da werden keine Berge geschoben, sondern sie werden abgetragen, die Dinge werden erledigt, damit schleppe ich nichts mit mir rum. Und auch abends, wenn ich schlafen gehe, na, es ist natürlich schon, dass ich manchmal stressige Tage hinter mir habe, wo sich die Räder abends drehen und die wollen gar nicht aufhören. Da ist es ganz wichtig, dass ich mir die Notizen mache. Also sprich, mittlerweile mache ich das im Handy natürlich, schalte es natürlich auf Flight-Modus abends schon mal, damit man besser schläft. Aber ich kann mir darauf Notizen machen. Das heißt, wenn mir was einfällt, bevor ich die ganze Nacht Angst habe, dass ich es wieder vergesse, schreibe ich mir das auf. Und ich muss sagen, das hilft wunderbar, gut zu schlafen und vielleicht auch ganz, ganz wichtig, nur Dinge zu tun, wo man sich morgens noch im Spiegel ansehen kann. Auch ganz wichtig. Also ich denke, das könnten ein paar wertvolle Tipps für euch sein. Für mich funktioniert es auf jeden Fall. Und damit bin ich topfit, jeden Tag, immer noch voller Energie, wo viele staunen. Und die Produkte tun natürlich definitiv ihren Teil dazu beitragen.